Robert Dörfler in seiner Werkstatt in Bamberg. Er ist seit 40 Jahren Kirchenmaler und damit einer der wenigen seiner Zunft. Kirchenmaler restaurieren unter anderem Altäre, Heiligenfiguren und Goldrahmen. Es ist ein sehr umfangreiches Handwerk. Letztendlich ist der Kirchenmalerbereich ein Bereich, der wo an der Wand anfängt, sich dann oftmals über die Ausstattung, was das ganze Inventar betrifft, was Altäre sind, was Figuren sind, was Gestühl, was Holzpodeste sind, hinwegzieht und dann geht es in die filigranen Arbeiten. Bei seiner Arbeit an historischen und zum Teil einzigartigen Stücken kommt es vor allem auf Genauigkeit an. Denn das wertvolle Material darf natürlich nicht beschädigt werden. Die Voraussetzung ist, wie gehe ich mit der Oberfläche um, was für ein Objekt habe ich. Weil wir oftmals keine originalen Oberflächen mehr besitzen. Sprich, sie sind bereits überarbeitet, sind schon dementsprechend ja, ausgebessert, sind schon retuschiert worden. Und auch mit diesen Oberflächen müssen wir uns auch immer wieder befassen und neu uns überlegen, ja, wie bekomme ich einen Zustand hin, der für den jeweiligen Betrachter selbstverständlich wirkt. Es braucht Gespür für Formen und Farben, Geschick, eine Menge Know-how einfach. Und das von Robert Dörfler ist gerade in Kreußen gefragt. Unter Regie des staatlichen Hochbauamtes wird dort nämlich die evangelische Kirche St. Jakobus von Grund auf saniert. Die Aufgabestellung, die wir hier haben, ist eine rein konservatorische Maßnahme, wo wir die Ausstattung, das über die Emporen geht, die Emporen decken, den Hochaltar, eine Reinigung stattfindet mit einer Festigung von losen Farbschichten, eine Kittung von Fehlstellen und dann die Retusche von den einzelnen Fehlstellen, die gekittet wurden. Schon seit einem Dreivierteljahr etwa sind Robert Dörfler und seine Mitarbeiterinnen in Kreußen vor Ort. Einige Monate werden sicherlich noch folgen. Es sind meist langwierige und oftmals auch komplizierte Arbeiten, die ein Kirchenmaler zu erledigen hat. Zum Teil in schwindelerregenden Höhen. Doch erstrahlt eine Kirche wieder in neuem Glanz, erfreuen sich nicht nur die Gemeinden und Gottesdienstbesucher darüber. Auch Kirchenmaler Robert Dörfler ist jedes Mal ein klein wenig stolz auf seine Arbeit.